Hallo erstmal, total recht herzlich begrüße ich euch hier bei diesem Video. Ich möchte euch total recht herzlich begrüßen bei YouTube, Facebook, Instagram and Co. So, wir schreiben das Jahr 2019 und ja, wir sind halt 2019 Jahre alt, alle zusammen. Der Planet ist etwas älter, das wissen wir. So, was möchte ich denn heute mit diesem Video erklären? Weder die Raute der Frau Merkel, weder die Politik. Mir ist etwas aufgefallen. Ich habe ja schon mal so ein Wahnsinnsvideo gemacht, das innerhalb von Sekunden 50.000 Klicks hatte. Das ging natürlich dann um Till Schweiger und SPD und so weiter und so fort. Das war im Jahre 2014, da ich mit Frau Hannelore Kraft etwas zu tun hatte, 30 Jahre lang. Nach 2014 ist ja auch Frau Hannelore Kraft, die SPD, alles so im Keller. Und wir schreiben das Jahr 2019 im Juni. Und da sind ja die Grünen jetzt irgendwie an der Macht, aber nur in der EU. Ne? Okay, habe ich hier auch. Die Jungs bringen, also die Grünen, haben da irgendwie immer sowas. Ne? Also sind auch Kunden. Und deswegen bin ich jetzt sehr vorsichtig mit dem Video, was ich jetzt hier euch da erklären möchte. Also es ist was passiert. Witzigerweise sage ich immer, wie in einem Asterix-Comics umzingelt von den Kollegen, denkt nichts, macht nichts, weiß nichts und kann nichts. Ja? Ich bin der Erklär nichts, weil da bringt nichts. Ja? Ja, so ein Asterix-Comic leben wir hier in Deutschland. Auf der einen Seite der Wahnsinnsstamm Moslem, auf der anderen Seite der Wahnsinnsstamm Christentum. Ja, man liest tagtäglich digital. Wenn ich hier analog arbeite, und die Menschen analog, stelle ich fest, es gibt noch Hoffnung. Es gibt noch Hoffnung, dass das Jahr 2033 nicht so endet, wie 1933 begonnen hat. Denn grün könnte auch braun sein. Ja? Mit grün könnte man das Braune verdecken. So, ich habe darauf hingewiesen, dass ich etwas nicht mag. Und das ist Faschismus jeglicher Art. Ja? Den mag ich überhaupt nicht. Ob das nur Rechtschreibfaschisten sind, Dudenfaschisten sind, Glaubensfaschisten sind oder generelle Faschisten sind. Mir ist aufgefallen, als etwas älterer, Ü60, dass die Jugend verblendet wird. Ich habe genügend Kollegen und Kolleginnen um mich herum, die auch selbstständig sind, besonders am Arbeiten sind, auch am Samstag am Arbeiten sind, wie lange weiß ich nicht, denn das sind Instagrammer. Ja, das sind also die Leute, die bei Instagram solche Sachen machen, um euch zum Beispiel erfreuen, dass ihr da was kaufen sollt. Ihr sollt ja irgendwas kaufen. So Influencer, ja, von der Firma Webdia oder Influencer von der Firma Tube One, das sind alles bis zu 90-jährige, also bis zu 90 Personen, weiblich, männlich, zwischen 15 und 25 Jahren. Gestern habe ich einen 15-Jährigen gesehen, der mir eine Arri-Kamera verkaufen wollte. Eine Arri, ja, oder eine Red One. Das sind Kameras, die bis zu 1 Million kosten. Und ein 15-Jähriger will mir dann erklären, was das doch für eine Kamera ist. So, mittlerweile ist mir auch aufgefallen, dass es da auch Rechtsanwälte gibt, die Geschmack daran gefunden haben, solche Videoclips zu machen, um richtig Kohle damit zu machen. Was sie da alles erzählen, ah ja, egal. So, also wie gesagt, analog, also ich habe ein Anliegen. Ich möchte da auch einen retten. Ich verweise da auf ein Video, das heißt, gestorben am 19.06.2019. Nun, dieser will sich unbedingt umbringen, weil er keinen Bock mehr hat. Und ich weiß nicht, wie ich dem da helfen soll. Tja, ist halt so. Es gibt Typen, die haben die Schnauze voll. Und ich finde es auch super toll, die Schnauze voll zu haben. So, wenn man alt genug geworden ist, über 60 Jahre alt, und wenn man dann plötzlich auf der einen Seite Jugendliche sieht, die gar keine 16, sondern knapp 15, die Greta ist zum Beispiel knapp 15, sollen Ehrendoktor bekommen und brauchen nicht zur Schule gehen,
Ich weiß nicht, welche Weisheitsletzter Schluss die junge Dame da von jemandem bekommen haben möge, weiß ich nicht, weil irgendwas verstehe ich wiederum nicht. Also wir, die Ü60, 70, 80, 90, wir stehen hier manchmal in der Analogie und unterhalten uns. Gestern zum Beispiel habe ich mit einem gesprochen in der Analogie, der ist Bahnfahrer. Von der EVAG, die gibt es zwar auch nicht mehr, ich sag jetzt, also die gibt es nicht, heißt glaube ich jetzt Ruhrbahn, aber egal. So, er ist Straßenbahnfahrer. Und was er gesagt hat, habe ich ihm nachher gesagt, weißt du was? Das ist eine andere Mentalität. Die Gäste, die im Jahre 2014 mit den ganzen Stars, Refugis, Welcome, durch SPD, die Grünen, durch die ganzen komischen Schauspieler, die kein Mensch kennt, die ganzen Influencers, die ganze Firma Tube One, die ganze Firma Webdia, die da alle Werbung, nee, die haben nichts ausgegeben, die haben Geld gekriegt. Ja, die letzte Aktion mit Renzo, ja, hat die Firma auch Geld bekommen, auch Renzo hat Geld bekommen. Ja, und er hat noch großes Glück, dass man ihn nicht wie den in Spanien, ja, der da 2000 Euro wie solchen Videoclips da macht, weil der 1,9 Millionen Klicks hat und 1,2 Millionen Follows. Bei manchen müsst ihr aber bitte aufpassen, wenn nur zwei, drei diskutieren bei einem, der 1,9 Millionen Follows hat. Ja, also ein bisschen aufpassen. Also die Influencers, auch meine Nachbarin hier ist auch eine Influencer, die Mode macht. Ja, mit ihrem Gesicht, sieht gut aus. Ich musste gestern auch Fotos machen. Und deswegen kann ich das sagen, stimmt, das ist eine Naturschönheit. Muss also nicht viel retuschieren. Ne? Viele schreien ja, machst du Retusch. Ne? Ist klar, die Falten weg und so weiter. Die lustigste war eine 90-Jährige, da muss man ganz viel Klebebänder nehmen, ne, damit das alles gestritten war. Aber sowas passiert halt auch. Ja, es waren sehr viele Klebebänder, die sieht man ja dann nicht. Und dann konnte man gestraffte Fotos machen. Die Dame wollte das so, also haben wir das gemacht. Ne? Ja. So. Es ist nicht mehr einfach, dieses World Wide Web, so Foundation, Tim Berners-Lee zu erwähnen, weil der wollte an sich im Mai 2019 da, aber schätzungsweise hat die GAFA, ja, Google, Amazon, Facebook und Amazon, ihm da wohl was gesagt. Ja? Der Erfinder Tim Berners-Lee mit seiner Foundation, World Wide Web, schweigt auch. Ihn gibt es und er sagt auch, ihm gefällt das nicht, das Internet von heute. Es ist nicht sein Internet, ist richtig. Da komme ich jetzt zum Kern und auch ganz schnell zum Schluss. Wichtig ist, dass diese Bundesrepublik Deutschland, die sich Deutschland nennt, kein ein Deutschland ist, sondern immer durch 16 Bundesländer geteilt werden muss. In diesen 16 Bundesländern wird gewählt. Und dann ist da eine andere Landesregierung, eine andere Stadtregierung. Es wird wichtig, dass das mal langsam jeder versteht. Wir haben kein ein Deutschland. Wir haben 16 Bundesländer. Ich stehe hier in dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Und wir haben insgesamt 89 Millionen Menschen hier in dieser Bundesrepublik, in diesen 16 Bundesländern. Haben wir. So, in Thüringen wird halt gewählt, da kann es blau werden, wenn ihr versteht, was ich meine. Hier ist es schwarz. So, wir haben hier die CDU, die hier mit der FDP gewählt worden ist, aber von der FDP sieht man nichts und hört man nichts. Man erlebt halt nur die CDU, aber da hört man auch nichts, man sieht nichts. Der Armin Laschet ist ruhig, unser Herr Kufen ist auch ruhig, ist der Bürgermeister. Man sieht und hört nichts. Es ist richtig ruhig. So, außer die Grünen. Habe ich ja gerade gezeigt. Die kommen vorbei. Oder DAD, das Deutsche Haus. Oder auch die SPD, die sitzen dann da und arbeiten. Ja, machen ihre Sachen. Und ich sage immer, have more fun. Ne? Make my day. Und carpe diem. Ne? So, wichtig ist, dass etwas nicht stimmt. Jemand möchte Kadaumes, Krieg. Welchen Krieg, weiß man nicht.
ganz Reiche und Reichtum und Reich. Ganz Arme, arm, ganz arm. Wir lesen, dass man verderbliche Ware nicht aus Container nehmen soll. Wir lesen digital. Wir unterhalten uns digital. Auch das Video ist digital. Aber wie gesagt, ich spreche hier mit analogen Menschen und habe mir gesagt, gut, ich habe auch, wie gesagt, ein Spezialvideo habe ich gemacht. Verstorben am 19.06.2019. Und ihr merkt, das pressiert mich schon. Wie kann man einer Person helfen? Wie kann man eine Person von einem möglichen Selbstmord abhalten, weil diese Person hat die Schnauze voll. Das Problem ist halt, viele haben die Schnauze voll. Ich darf ja nichts sagen, weil ich kriege das ja jeden Tag mit. Jeden Tag muss ich gewisse Sachen machen. Ja? Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, wird ja nun mal kopiert. Ja. Es gibt zwei sichere Berufe. Einmal den toten Gräber, weil jeder muss sterben, jeder stirbt. Auch der junge Mann, der sich selbst tötet, ist dann gestorben. Und wenn ich dann die Papiere hier liegen haben sollte und ich muss die fotokopieren, das ist kein Scherz, ist nicht einer. Es sind viele, die ich hier schon erlebt habe, aber langsam aber sicher geht mir das doch an die Nieren, wenn so eine Mutter oder so ein Vater hier steht und mir dann sagt, du, mein Sohn, weißt du noch, 24, meine Tochter, weißt du noch, 25, haben sich umgebracht. So, die haben sich umgebracht. Ich kopiere dann die Totenscheine und habe dann so eine Mutter, ich habe dann so einen Vater, mit denen versuche ich dann zu reden über den Tod, weil wir sterben alle. Auch ich darf euch sagen, ich habe 68 Personen verloren. Am 3.6.2019 habe ich einen 91-jährigen Verwandten, meinen Onkel, der ist verstorben. Meine Schwester, die lebt noch, die ist über 70, sie ist gerade im Urlaub. Meine einer ist über 60. So, wir sind halt alle involviert, wir sterben alle. Einige gehen freiwillig, einige gehen unfreiwillig und einige klammern sich wie so ein Weltmeister an diesem komischen, merkwürdigen Leben. So, und ich habe mir gedacht, ich mache ein Video, das nennt sich Verstorben am 19.06.2019. Hat alles seine Gründe, viele Zuschauer, die zuschauen, die wissen sofort, worum es geht, weil wir alle belogen und betrogen werden. Also noch einmal, meine lieben Freunde, ich habe jeden Tag damit zu tun. Jeden Tag wird irgendjemand belogen oder betrogen. Ja, ob es die Firma Telekom ist, De Agostini, 1&1, Unity Media, Freenet, um einige mal gesagt zu haben. Schätzungsweise sind auch sicherlich andere da, die da einen ärgern. Zum Beispiel die Firma De Agostini hat da einige Befehle rausgehauen, Mahnungen rausgehauen. Wir mussten die dann fotokopieren und stellten fest, ist doch alles in Ordnung. Sie haben doch bezahlt. Man hat ihnen nur am Schluss eine Nummer weggenommen. Ja, anstatt 22011-2 steht da 22011. Die 2 ist nur weg. Ganz raffiniert gemacht. So, dann gibt es ja, wie gesagt, Unity Media, die da auch. Dann hat nur Telekom, hatte einer 9 Wochen keinen, nix hatte der, gar nichts. Sollte aber schön freilich und fröhlich bezahlen. Ne? Ja. Also, wir werden betrogen durch die Firmen, die was mit Strom zu tun haben. Oh, mit Strom, da wird man, da geht aber die Post ab, meine lieben Freunde. Also, was das Faxgerät, aber wenn das Faxgerät sprechen könnte, über die Welt des Stroms, des Stromverbrauchs. Ja, Halleluja. Gut, das hier ist eine Optionskommune. Wir sind eine Optionskommune. Hier hat Herr Kufen, so heißt er, Bürgermeister der Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen, Ruhr, hat er zu sagen. Ich bin jetzt hier im Bereich West zuständig. Also, es ist ja halt so. Das Amt und auch das Finanzamt, das sind Ämter, die mehr Fehler machen, als einem lieb ist. So. Auf der einen Seite das Jugendamt
ist ausgesourced, nennt sich GmbH. Ja, die warten auf mich. Ich habe ja gesagt, ich komme vorbei. Auf der anderen Seite ist das sogenannte Finanzamt, das jede dritte Sache falsch hat. Ist kein Scherz. Nach viel Recherche wurde einem klar, dass das Finanzamt gar nicht mehr primär ist, sondern sekundär. Bei jemandem, der hat das Geld eingezahlt auf der Bank und die Bank sollte es an die Finanzkasse überweisen. Die Bank hat es aber nicht gemacht. Die Bank hat es einfach eingesaved. Ihr wisst, wie Banken drauf sind, was sie einem erzählen. Die haben ja immer recht. Ja? Aber in diesem Fall haben die Unrecht und haben das nicht gemacht. So, dann stand der Fender da und ich musste die Sachen da fotokopieren, machen und tun. Dann habe ich mich mit dem Fender da unterhalten. Also ich, ja, sagte, wenn eine Bank Schulden, dann kriegt die Bank die zuerst. Ja, sag ich, dann habt ihr die Primärstellung verloren. Ja, ich kenne es nur vom Geschäftlichen her, dass ihr die Sachen, ja, man kann es ja, und da komme ich auf den nächsten Fall gleich, GEZ, Gebühren, passt auf. Also beim Finanzamt könnt ihr ja selbst einzahlen, für jeden, der da mal irgendwann Stress hat mit dem Finanzamt. Ihr dürft natürlich von vornherein sofort ein Veto einreichen, also ein und so weiter, weil beim Finanzamt immer alles falsch ist. Komischerweise ist halt so. Also ihr dürft, weil das ein Verwaltungsakt ist. Ein Verwaltungsakt, darin könnt ihr sofort widerrufen, einschreiben, Einspruch erheben und so weiter und so fort. Denn jedes Schreiben an diese ist für die ein Veto oder ein Einspruch, auch wenn ihr gar nicht daran gedacht habt. Ihr wolltet euch einfach nur informieren. Bei solchen Ämtern ist das immer, wenn ihr fragt, auch bei den Ämtern, wo ihr vielleicht Prozente bekommt wegen Schwerbehinderungen oder so. Ist halt so, sobald er ihr da hinschreibt, meinen die, er hat einen Einspruch auf den Weg gebracht. Manchmal ist es okay, sagen wir, für die irgendwelche Diabetes haben oder Kreuzschmerzen oder so, kann es schon mal sein, dass ihr dann plötzlich 30% bekommt oder statt 50 kriegt ihr dann 70%. Auf einer Seite ist es schon gut, einer Behörde zu schreiben, weil die Behörde der Meinung ist, ihr habt einen Einspruch auf dessen, was die da von euch haben wollten, eingelegt. Zum Beispiel so an so, so ein bisschen am Rande, weil dieses Video hat ja an sich einen ganz anderen Kern hier. Ich philosophiere gerade hier, weil hier passiert ja analog so viel. Also noch einmal, es gibt zwei sichere Berufe. Das ist einmal der Totengräber und einmal den Copyman oder Copyfrau oder Copy. Also die Kopierwelt. Die Welt des Kopierens, egal was. Die Analogie zu digital macht oder Digital-Analogie wieder zu Analogie macht. Denn ich hatte auch gestern jemanden hier, der mich gefragt hat, wenn sie Fotos machen, Ausweisbilder, egal, haben die gesagt, ich soll analoge Bilder mitbringen. Und deswegen habe ich dieses Video jetzt gemacht. Wir leben ja in einer Welt des Digitalen, die Jugendlichen sind nur digital und wenn dann ein Jugendlicher vor einem Fotografen, Filmautor, also wenn er hier vor mir steht und sagt, du, ich brauche ein Analogiebild, habe ich jetzt nicht, aber egal. So, ich mache also mit meiner Digitalkamera dieses hier, dieses Bild. Und wie ihr seht, habe ich das jetzt in der Hand. Das ist Analogie, meine lieben Freunde. So, vielleicht mache ich auch mal so ein Video. Das nennt man Analogie. Ich überreiche euch ein analogisches Bild. Und das meinen die damit. Jegliche Behörde, wenn ihr sagt, bringt sie bitte ein Analogie-Schriftstück mit. Ein analogisches Schriftstück ist nämlich so etwas, wie die Grünen es mir gebracht haben. Das ist ein analogisches Schriftstück. Das wurde natürlich digital erstellt. Man saß vor einem Computer oder irgend sowas, was das hier nachher ausdrucken könnte. Denn das hier ist ja so ein Digitaldrucker, ein digitaler Kopierer. Aber dieser digitale Kopierer, wenn ich den Deckel hochmache, ja, wenn ich den hochmache, kommt, oh, da ist sogar was drauf. Also dieser digitale Kopierer hat jetzt zum Beispiel meine Werbung analog gemacht. Das ist jetzt meine analoge Werbung auf Papier, so nennt man das. Ich habe jetzt analoge Werbung
in dieser Hand, habe diese aber digital erstellt an einem Computer. Ja, ich meine das ernst. Ich werde gefragt, was ist ein analoges Schriftstück? Ich werde mittlerweile gefragt, was ist überhaupt analog? Meine lieben Damen und Herren, 40 Jahre Berufserfahrung, 40 Jahre dieses Geschäft, analog zu digital wandeln, digital zu analog wandeln, war vor 14 Jahren natürlich der Datenhighway-Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen und jeder hat gesagt, was ist das denn? So. Und eines Tages stand hier Kodak, Agfa und die haben mich dann gefragt, was meinst du eigentlich damit? Mit Datenhighway-Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen. Daraufhin habe ich gesagt, meine lieben Freunde, ich war 10 Jahre alt 1969 und habe gesagt, ich möchte das haben. Und 1979 habe ich dann die Firma gegründet. Ist alles IHK-mäßig, steht das da. So, dann habe ich gesagt, damals, ich möchte solche Maschinen haben, wo man dem Kunden dann alles suchen kann. Ne? Weil 10 Jahre später hatte ich da was, wie gesagt, mit Tim Berners-Lee zu tun. Da hieß der auch noch Berners-Lee und nicht Sir. Berners-Lee wie jetzt, er ist jetzt Sir. Ja? Er ist auch Professor, Harvard-Universität und so weiter und so weiter. So, also wie gesagt, und wie 1995 die CeBIT, ja, da ging es richtig los mit solchen Videoclips. Semeload, KeyVideo, Dailymotion und so weiter und so fort. Und nach YouTube ist klar. So, und heute, ja, heute muss ich mich verabschieden. Nicht nur, weil ich das Video beenden möchte. Und auf diesem, naja, okay. Ist traurig, nein, ist traurig. Ich habe zwei Fälle da, die sich selbst umgebracht haben, 24 und 25 Jahre alt. Und ich mache hier die ganze Zeit die Sachen, die Bilder, den Nachruf, die Beerdigung, Fotografie. Ich meine, ist hart. Ist hart, wenn so junge Menschen sich umbringen. Die jüngste war 16, die sprang da von der Brücke. Und die habe ich nur gehört, musste ich nicht bearbeiten. Aber durch das Hören schon alleine hat es schon gereicht. Weil es sehr, also man kann sich hier sehr schnell umbringen. Also ich brauche nur aus der Tür raus und dann mache ich einen Hechtsprung und dann weg, bist du weg. Also wie gesagt, 24, 25, die haben sich umgebracht und ich habe jetzt einen Fall, der will sich umbringen am 19.06.2019 und den muss ich davon abhalten. Ich würde es hoffen, dass ich das schaffe. So, also wie gesagt, ich mache das jetzt hier wie so ein Asterix-Comic, ja. Bin total umzingelt von allen, die denkt nichts, die macht nichts, die weiß nichts und kann nichts. Und ich bin jetzt hier, der erklärt nichts, denn er bringt nichts. Ist doch wahr, oder? Habt ihr überhaupt kapiert, worum es hier geht in diesem merkwürdig Deutschland? Wie gesagt, noch einmal, dieses sogenannte faschistische sich benehmen. Du musst sprechen in DIN-Duden 5008. Du musst dich benehmen wie in einem DIN-Duden 5008. Grammatik 100% DIN-Duden 5008. Du musst das Grundgesetz kennen. Das ist nämlich deine Verfassung. Ist es nicht, aber egal. Soll mir auch alles egal sein. Wenn man weiß, worum es geht. Und ich möchte zum Schluss sagen, warum ich dieses Video jetzt gemacht habe. Auf das andere müsst ihr noch warten. Gestorben am 19.06.2019. Dieses hier müsst ihr einfach mal so sehen, wie es ist. Es geht ums Leben. Das Leben ist an sich lebenswert. Sich selbst umbringen, das ist nicht so lustig, aber machen leider einige. Und wenn ich das jetzt hier nicht alles hier fertig hätte machen müssen, wäre ich vielleicht auch gar nicht darauf gekommen, den anderen da retten zu wollen. Aber ich weiß nicht, vielleicht gucke ich zu, vielleicht hole ich auch die Kamera. Habt ihr schon mal mit dem Tod euch unterhalten? Der Tod ist ein sehr lustiger Vogel. Mancher sagt der Tod, weißt du was, macht das doch live. Da verdient zwar ein bisschen Geld, sage ich, hallo. Wenn der sich umbringt, live, was soll der verdienen? Okay, wenn ich das Video hochfahre, kriege ich ja die Klick. Na, dann verdiene ich ja mehr eine goldene Nase. Aber dann bin ich aber auf moralisch verfehlt. Also da habe ich die Moral, die ich noch habe,
in meiner Analogie verfehlt. Der Tod kommt sowieso. Ja, jede Sekunde 50-50. Ja. 50% leben, 50% sterben. Das ist tagtäglich. Und was mich persönlich nervt, ist, dass dieser Staat kein Staat ist. Und keiner wirklich sich die Zeit nimmt, durch 16 Bundesländer zu reisen und 16 Bundesländer kennenzulernen. Und dann auch die freien Städte, auch Freistaat Bayern. Nicht versucht, ich finde das super toll, wenn ein Kunde, hey, ja, so, lieber, ja, moi, was ist denn das? Kannst du mal faxen für mich oder so, ne? Das macht ja schon Spaß, wenn irgendwelche Sprachbegabte hier reinkommen, oder Hessisch, ja? Oder Niederlande, ja, wenn die Niederlande, Herste Bliff und was weiß ich nicht alle, ne? Ach, herrlich, es macht so viel Spaß, international zu leben, international zu philosophieren, le français, Englisch, ja? Dann, wie gesagt, über Star Wars zu sinnen da, ne? Jeden Tag irgendwelche Kopien zu machen, eine sogenannte Lichtpause. Ach, ich liebe das Deutsche, ja. Und wie gesagt, noch einmal, das hier, meine lieben Freunde, ist analog. Das ist ein analoges Bild oder ein analoges Schriftstück, ja. Also ich bin euer Erklär-Nix, weil das bringt ja nichts. Und einige, die verstanden haben, was ein Datenhighway-Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen bedeutet, ist schon mal auf der richtigen Seite. So, ich verabschiede mich jetzt und bedanke mich, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. 40 Jahre analog-digitale Technik, 40 Jahre Geschäft, 40 Jahre am Kern der Sache und 40 Jahre was erkannt. Oh ja. Nicht nur erkannt, dass so etwas hier, ich bin ja jetzt auch ein Fuchs, das ist ja Werbung für mich, zu erklären, dass das ein analoges Schriftstück ist und das hier sozusagen ein analoges Bild ist, das digital fotografiert worden war. Yeah. So, dieses ist jetzt eine Analogie vor laufender Kamera mit intrigierter digitaler Technik. Somit wurde analog hier Philosophie sich bewegt vor laufender Kamera und hat in einem sogenannten digitalen Chip das Ganze aufzeichnen lassen. Dieser Chip wurde dann analog genommen, analog in ein Digitalgerät eingeführt und dann wurde analog mit diesem Gerät, egal ob nun Computer, Desktop, Laptop oder andere Sachen, hergestellt. Versteht ihr, worauf ich hinaus will, ihr analogen Herrschaften? Der Präser, SPD-Präsident Steinmeier hat recht. Es fehlt die Analogie. Es fehlen die Menschen und es fehlt die Familie. Denkt mal drüber nach.